Meine Damen und Herren, ich begrüße auch recht herzlich hier zu Gumball TV. Wir haben sie jetzt hier live mit uns. Betonung natürlich immer auf das TV. Sie sind hier, extra angereist, Loh und Lüdig. Herzlich willkommen, dass ihr hier bei uns seid. Ihr habt ein erstaunliches Debüt eigentlich gemacht mit dem Zucker für das Volk. Wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Wie erklärt ihr auch selber den Erfolg? Also es ist immer eine Lotterie, wenn man so ein Album macht. Wir haben, ich glaube, überdurchschnittlich lang investiert für das Album, wenn man es vergleicht mit anderen Releases, die ich jetzt so ein bisschen mitverfolgt habe. Und es ist auch nicht einfach das Erste, was wir machen. Wir haben drei Gratis-Alben gemacht. Von dem her haben wir eine ziemlich grosse Fanbase schon gehabt, bevor das jetzt durch ein offizielles Release nochmal an einen viel grösseren Kreis ist. Und man konnte sicher nicht mit dem so rechnen, aber wir wussten, dass es nicht auf nichts stossen wird. Es ist halt einfach Vorarbeit. Hat der Produzent einen gewissen Einfluss genommen auf den Erfolg, den ihr jetzt hier habt? Ja, natürlich. Also, das ist ja immer so, eigentlich egal mit wem du zusammen schaffst. Sobald du mit irgendjemandem zusammen schaffst, hat der Einfluss auf das Endprodukt. Und so ist das natürlich auch beim Dodo. Wir haben ihn schon lange kennt und schon seit Jahren ist das immer wieder rumgegeistert, komm, wir machen mal etwas. Noch vor dem Steph-Album, genau. Und dann sind wir für das besagte Steph-Album ein Lied aufnehmen. Und für uns ist immer so, wir sind schon in vielen Studios gestanden und hinter dem Mikrofon und so. Und man spürt recht schnell, ob man mit jemandem arbeiten kann. Irgendwie. Das ist ja noch etwas Spezielles. Und es war sehr spannend, weil wir das Lied aufgenommen haben. Am nächsten Tag sind wir heimgefahren und haben ja, es hat gar nicht müssen ausgesprochen werden. Es war irgendwie wie klar, der Dodo versteht uns, hat die Skills, hat auch Beharrlichkeit, ist ein sehr, sehr genauer Arbeiter und hat irgendwie auch unsere Vorstellungen verstanden, wo wir hin wollen. Und darum war das genau das Richtige gewesen. Und ja, natürlich hat das einen Einfluss. Und wie fühlt sich das jetzt an? Ich meine, ihr habt alle YouTube-Klicks sind in 10'000er Schritten zu zählen, ihr habt Chart-Erfolge. Wie fühlt sich das an, von so eigentlich vorher noch nicht richtig bekannt, jetzt kommt gar nicht mehr drum herum, Folge zu kehren, wenn du im Auto hockst, das Radio drauf hast, irgendwann im Tag läuft immer wieder mal ein Unfall. Wie fühlt sich das an? Das Schöne ist eben, dass wir beide nicht Auto fahren können und darum das, und dann, dort hört man Radio und sonst eigentlich nicht so viel. Und darum das wirklich weniger wahrnehmen, das Radio-Ding. Und vielleicht wäre es mir fast ein bisschen zu viel, wenn ich jeden Tag müsste hören. Ja gut, also wir haben uns im Gurtenfestival sind wir vor dem Eingang vom Gelände gestanden und haben uns beide gleichzeitig das erste Mal überhaupt im Radio gehört. Da irgendwie Energy oder ich weiß nicht genau welcher Sender es war, da hat der Eingang beschallt. Und zum anderen, ja das ist wirklich so, die Resonanz, das ist etwas, wo eigentlich sehr stark an mir vorbeigeht, weil ich eben nicht Auto fahren kann, dementsprechend wenn ich im Auto hocke, wenn ich Radio höre, sowieso grundsätzlich, auch nicht mehr wirklich auf Facebook bin und darum sind das sind alles so virtuelle Welten, die dann wie aufgehört haben, für mich zu existieren. Und darum ist das so wie gar nicht wirklich greifbar. Gibt es auch negative Seiten? Also, gibt es zum Beispiel auch den Aspekt, wo die Leute oft mal sagen, ja, schau, der Loh und der Lüdig, jetzt sind sie höher arrogant, jetzt sind sie plötzlich Erfolg, jetzt sind sie im Radio, jetzt reden sie nicht mehr mit uns, jetzt kennen sie mich nicht mehr. Spürt ihr das auch? Spürt ihr eine gewisse negative Seite vom Ganzen? Also, weißt, wenn du so Sachen hörst, wie dass wir das nicht wahrnehmen, ist das, glaube ich, auch Schutz, oder? Mhm. Dass man sich da bewusst aus gewissen Bereichen ein bisschen mehr zurückzieht. Aber nicht, weil es jetzt dort negativ einprasselt auf uns. Ich muss sagen, es hält sich eigentlich sehr in Grenzen. Ich denke, das könnte verstärkt werden. Ich habe gestern gehört, die sind jetzt weniger arrogant als früher. Ich glaube, wenn wir jetzt... wir sind sehr... Ja, das habe ich wirklich gestern gehört. Weil früher hatte ich schon ein bisschen den Ruf gehabt. Aber ich glaube, wir sind sehr dankbar, was wir im Moment machen. Und all die Konzerte, ich glaube, das kaufen wir uns so ab, wenn man uns sieht auf der Bühne. Das ist etwas, was uns auszeichnet, dass wir einfach genau das gerade machen wollen. Und nicht irgendein taktischer Schritt ist, sondern die Musik machen. Und durch das fällt auch eine kleine Arroganz, die auf der Bühne noch gut ist, die kann gut tun, wird dann verstanden als, die machen einfach ihre Show und sind dankbar. Und wenn man noch keinen Erfolg hat, aber schon so acted, und ich habe irgendwie die Meinung, dass man, wenn man auf die Bühne steht, muss man herstehen. Man will niemand jemanden sehen, der ein bisschen verschüchtert oder scheuch, auch nicht in unserer Musik. Und das ist das viel häufiger früher noch vor dem Erfolg als arrogant wahrgenommen werden. Das hat abgenommen, sage ich. Okay.
Und dann, wenn er mal richtig Millionen verdient, kann er so acten wie der Marilyn Manson gestern und alles aber anders schlagen vorbei. Nach ja, er ist sehr arrogant drüber gekommen, wenn man das so kurz zusammenfasst kann sagen. Ja, nein, man muss ja schon schauen, ja, man muss stoppen, aber ich glaube, das ist kein... Das wird bei euch wahrscheinlich nicht das Problem. Ihr werdet von vielen verschiedenen Seiten als herausragende Mundart Hoffnungsträger bezeichnet. Steigt der Druck? Ich finde das Wort so lustig. Hoffnungsträger. Das ist so, das tut so implizieren, dass irgendetwas ganz im Arge ist da in dieser Musik, sei es jetzt im Rap oder sonst, oder im Mundart allgemein. Und das ist eigentlich gar nicht etwas, wo ich das Gefühl habe, dass es so ist. Es gibt viel gute Mundartmusik im Moment. Ja, wir müssen, glaube ich, nichts retten. Nein, es gibt nichts zu retten. Ich finde es einfach cool, dass wir können Teil sein davon. Ja. Und schön ist auch, dass das als Mundart wahrgenommen wird. Und das ist, glaube ich, schon das, was wir eigentlich machen. Und nicht einfach, schau, da sind noch zwei Rapper aus Bern. Und das sind wir wirklich nicht im Verlügen, von dort kommen wir. Und das ist durchdrängt von dem immer noch unsere Sprache und unsere Musik vorlieben. Aber es ist einfach mehr geworden. Jetzt kann das so einer hören, der nicht Rap hört. Und das ist eigentlich gut so. Und soll auch so wahrgenommen werden. Ja, du sprichst es vielleicht auch hier. Dich kennt man ja eigentlich eher in unserer Hardcore-Rap-Szene, weil ich jetzt mal sagen, also du bist ja Battle-Rap-Champ, du bist ja dreimal im Ultimate aneinander den Titel abholen. Und du bist eher der, der für das Popping drin ist. Wie kommt so eine Zusammenarbeit zustande? Habt ihr auch einfach gekannt und gesagt, komm, wir machen mal zusammen Musik? Oder wo ist der Ursprung passiert, was alle zwei zusammengebracht hat? Ja, da ranken sich Legenden und Mythen um die Zusammenkunft. Das war so, dass der Luc hat die Band gegründet, die bis zum heutigen Tag mit uns unterwegs ist. Und hat einmal aus Stimmgründen müssen, und ich rede nicht von Wahlen, sondern es hat ihm die Sprache verschlagen und dann hat er eine Stellvertretung gebraucht. Und wir haben es dann nicht direkt gekannt, einfach so über ein, zwei Ecken. Und ich habe während ein paar Konzerte vertreten und dann habe ich dürfen bleiben. Und dann hat man, und das ist halt auch, das wäre nicht so gekommen, wenn man nicht hätte gemerkt, so, schau, wir haben verschiedene Backgrounds, aber eigentlich wie die Schnittmenge ist eigentlich genau das, was wir wollen, was wir wollen haben. Und das haben wir, glaube ich, relativ früh schon irgendwie gecheckt. Und ja, darum hat das irgendwie, es hat einfach gepasst. Ja, aber wenn ich jetzt auch noch gefreestylt hätte, hätte ich sicher mal schlechter gefreestylt als er. Mhm. Und dann wäre es einfach, es wäre sehr einseitig gewesen. Und einfach so, dass die zwei Pole, die haben wir dann auch forciert. Also, die kann man auch pflegen oder nicht pflegen. Wobei man muss sagen, dass wir uns schon in Teilen Sachen unglaublich angenähert. Also vielleicht müssen wir dann auch einfach aufpassen. Gell? Ja, letztes Mal, also, was mir immer wieder lustig finde, so Bewegungen. Also auf der Bühne merke ich es nicht, aber die Leute sagen mir das extrem. Dass wir uns gleich bewegen auf der Bühne oder das gleiche Mau machen. Und ich sehe es mehr so in genau solchen Sendungen, wenn so die Reaktionen gleich sind. Also das ist dann begründet durch so viel zusammen unterwegs sein. Das ist acht Jahre lang an Hundsverlochten zu Hundsverlochten bis jetzt so zu einem Gampel und wieder zurück zu Hundsverlochten. Der mittet sich schon ein. Aber in der Musik probieren wir schon die Breite weiterhin durchzusetzen. Okay, jetzt Wallis, ich weiß nicht, Opener Gampel, ich glaube schon, dass das jetzt Paar ist. Ach, es ist ein gewisser Mythos hier. Was heisst Opener Gampel? Was erwartet ihr vom Opener Gampel? Was habt ihr für Gerüchte gehört? Also wir sind top motiviert. Der Ruf ist wirklich vorausgeilt. Wir gehen eigentlich meistens nachher wieder heim, so am Festival. Und ich habe so ein bisschen Walliser Wurzel und noch ein Haus in Brick, wo ich übernachten und es hat sich wirklich fast die komplette Band dazu entschlossen, jetzt hier das Campo wirklich so reinzuziehen, wie es alle feiern und nachher mit einem Bus noch auf die Brücke zu schaukeln. Von dem her, Motivation ist um und wir freuen uns sehr. Das war eigentlich die Frage, ob ihr wirklich hier bleibt und wirklich das voll reinzieht, wie es ist. Ich gratuliere auch zu dem Schritt, dass ihr wirklich bereit seid, erklärt, das zu machen. Ihr werdet sicher nichts verpassen. Was dürfen aber die Leute von euch erwarten, die Zuschauer? Ja, was dürfen die erwarten?
Das ist jetzt der Moment, wo ich die Werbung platzieren muss, warum ja, okay. Das man uns hören muss. Ja. Wird das dann noch ausgestrahlt bevor unserem Konzert? Ja, ich bin 2 Minuten. Ah, wunderbar. Also, dann kommen bitte alle. Es wird grosses Tennis. Es wird grosses Tennis, weil spontan, synchron, Choreos sieht man nie so wie bei Loh und Ludwig. Ich danke auch, merci für die Bereitschaft für das Interview. Ich wünsche euch auch ganz viel Spass für das Konzert. Genießen das und enjoy the Wallis. Merci, danke schön. Das ist Gampel TV. Ich sage merci.